Ja. Wäre mir schon angenehm, wenn ich dich sehe. Gerne. Dafür ist So. Skype ja irgendwie da, ne? Ja, muss ich schon richten. Atma. So. Juhu. Du siehst uns, ne? Ich sehe, dass du die Kamera auf deinen Bildschirm oben drauf gesetzt hast, das sehe ich. Und ich sehe das Fenster dir gegenüber. Also ich schaue ins Wohnzimmer rein, ich Okay, habe die Kamera kannst du? links unter Dann, dir. okay, dann ändere ich das. Dankeschön. Guten Abend. Kleiner Moment. So, jetzt wirst uns, jetzt siehst du uns. Sehe ich schon mal dein Standbild. Okay, Ah, gut. hallo ihr Lieben, hallo Hallo. Saida, hallo, oh, Hallo Entschuldigung, Andrea. Romy. Wollte Ruth zu dir sagen. Was? Wie Ich wolltest du wollte sagen? Ruth zu dir sagen. Hey, dann sag lieber Romy. Ja, Romy, das stimmt dann wenigstens, ne? Ja. So, ich schaue, ob es jetzt hier ein Livestream gibt. Das, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Wir sind Wir haben zwar. Gäste heute im Livestream. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ja, die, ich habe gesehen hier, dass die auf Menten, also dass die etwas machen, aber ich gucke das jetzt, ich sehe das jetzt gleich. Die Technik. Eigentlich sind wir schon. Macht ja nichts. Gleich. Sonst zeichnen wir das auf, kein Problem. Ja. Live ist aber schöner. Ja. Ich werde hier noch zur Rappensau. Kann jemand schreiben, ob es, ja, wir sind live. Kann jemand schreiben, ob alles in Ordnung ist? Und ich muss den Chat hier öffnen. Der ist ja auch Kurzes schon. hier. Also ich weiß nicht, ob es jetzt im Livestream läuft. Aber bei dir läuft's. Ja, also in der Aufzeichnung schon. Okay, Ich dann kann ist es, das wie es nochmal ist. starten. Ich gucke kurz drüben, weil manchmal ist nur der Flash. Wie geht's euch beiden? Gut. Immer noch sehr wild. Also nicht solche Fragen hier, Mensch. Ich meinte das jetzt bezüglich deiner spirituellen Ach Entwicklung. so, das Ja, heißt, na. ja. Es kommt ja immer darauf an, was du im Kopf hast, ne? Das ist ja Ich meinte das wieder. spirituell. Wir sind, glaube ich, zum Thema Heilung der Körper da. Ja. Ja. Okay, dann weiß ich doch, wo der Hase langläuft. Sorry. Okay, die Livestream hat ein kleines Problem, weil die machen jetzt irgendetwas Reset oder so in New York. Ich stoppe mal kurz. Irgendwas muss ja gemacht werden hier während der Pausen, ne? Fängst du jetzt Mach mit euch dann Bauch mal an? den Clown. Ich habe heute Morgen ganz einen Clown geschafft, deswegen bin ich heute Abend immer noch so lustig. Ah, so, na das ist schön. Ich habe Sehr keine gut. Sekunde geschlafen in den letzten, weiß ich nicht wie viele Stunden, fast Ah, 50. okay, wir sind jetzt live. Okay, Ja. wunderbar. Okay, sorry, Livestream hat ein kleines Ding, seine Tage oder irgend sowas. Hallo. Und jetzt schalte ich auf, dass wir alle zu sehen sind. So, dann Dankeschön an alle, die da sind. Danke, Romy. Danke, Saida. Danke, Jit. Danke Danke, an Jit. alle, die Danke, bis jetzt Andrea. mitgearbeitet haben und mitgewirkt haben. Heute das Thema ist ja, die Ermächtigung der individuellen Magie. Und
Ich hoffe, dass dieses Mal ich das Richtige habe. Was ist das Thema? Zweiter Teil, Heilung der Körper. Das haben wir schon gemacht. Ja, das war der erste Teil, Heilung der Körper. Wir sind ja nur bis zum gewissen Punkt durchgedrungen. Wir sind bis zu den Fragen sind wir gekommen und dann haben wir gesagt, da machen wir eine eigene Folge. Okay. Du bist richtig durchstrukturiert, merke ich. Okay. Ja. Gut. Ja, und jetzt? Ich war wieder auf das Wesen des Geistes. Ja. Ja, das ist, wenn man sich auf seine eigenen Notizen verlässt, die man nicht abspricht. Das hatten wir letzte Woche schon. Aber das ist doch gut. Ist gut, ja. Ich finde das fantastisch. Dann bin ich unvorbereitet. Wieder mal. Ja, ich habe auch gedacht, ich bin unvorbereitet. Ich habe von meinem Wissensstand, was Informationen reinholen im Netz und Ähnlichem anging und bei dir noch in den Texten zu gucken, da habe ich gar nichts mehr gearbeitet. Ich bin hatte erst nicht den Drang, habe ich gesagt, es ist immer noch genug Zeit. Und dann, als es dann soweit war, hat mir hat mir eine große Energie geschickt und dann bin ich überhaupt nicht mehr dazu gekommen, weiter zu recherchieren. Ich habe dann eine Heilung gemacht, die war umwerfend. Aha. Und habe eine zurückgekriegt, die war unglaublich. Also ich bin echt vorbereitet, das war letzte Nacht. Hast du selbst für dich gemacht? Habe ich selbst tätig gemacht, ja. Okay, aha, schön. Und es war groß. Aha. Es war, wow, das wirkt jetzt noch nach. Beiden. Erzähl mal. Ja, nur positiv, ne? Also das hat da wohl eine längst fällige Reinigung gegeben. Das war über Skype. Ja. Und eigentlich ging es um eine Buchempfehlung oder so, wo ich gesagt habe, ich will dich erstmal hören und einmal sehen. Und dann möchte ich gucken, welches Buch ich dir von denen, die ich kenne, empfehle. Und dann ist dann ein sehr, sehr langes Skype-Honat draus geworden. Also wir haben die 4 Stunden überschritten. Ja. Und währenddessen ist die Heilung eigentlich passiert. Mhm. Das hat fast von alleine begonnen. Ich habe das gespürt. Ich habe das zwar inszeniert. Ich habe gesagt, ich will diese Verbindung aus meiner Energie heraus und will den anderen spüren, was da nicht in Ordnung ist. Mehr habe ich gar nicht getan. Und erst als mein Gegenüber dann gesagt hat, wow, das geht hier ab wie nur irgendwas. Und dann habe ich das Ganze, dann habe ich erst mal gemerkt, wie schnell das geworden ist, wie energiereich das war. Mhm. Habe das mit Atmung zurückbekommen bei meinem Gegenüber. Ne? Der ist wunderbar wieder auf ein ganz entspanntes Level gekommen. Und das hat sich auch gehalten. Das ist dann einfach nur noch, ja, der ist einfach glücklich und verliebt in die ganze Welt. Das war so stark, weil ich das komplett körperlich auch gespürt habe, ne? Das ist wow. Das ist so groß. Und dann war ich, dann hat er mir ein Stück Energie zurückgeschenkt von seiner. Und der ist so sensibel und im gleichen Zug hat er gebirgeweise Energie. Und nur ein kleines bisschen davon, da musst du dich echt schon festhalten, sonst fliegst du, ne? Sonst zappelst du wie ein Fähnchen. Und überhaupt nicht damit im Umgang geübt, weder ich noch er, hat er mir dann mal ordentlich einen dicken Drücker rübergeschickt, wohl. Ja, und davon bin ich jetzt noch aufgedreht, ne? Das ist irre. Ich war ja vorher schon verliebt in alles, was ist, ne? Aber das ist jetzt nochmal eine Nummer größer geworden. Wow. Unglaublich. Und dann hat es mich, irgendwann bin ich dann doch müde geworden und ich hatte aber nur noch 3 Stunden Zeit, mich überhaupt auszuruhen. Und dann habe ich den Menschen gebeten, diesen wundervollen Stern, der mir geschickt wurde, um das zu erleben, jetzt genau. Habe ich gebeten, mich zu wecken, dann konnte ich mich fallen lassen und einschlafen, ohne Angst, nicht wieder wach zu werden, weil ich eben so lange nicht mehr geschlafen hatte. Und dann hat es mich hingehauen. Dann habe ich da 2,5 Stunden, fast 3 Stunden abwechselnd geheult und gelacht, war dankbar und einfach nur vom Gefühl. Und dann war ich dankbar, weil ich was verstanden habe. Dann habe ich lauter gelacht, als Hutter jemals lachen könnte. Als das Lachen so gerade eben veräppt war, dann liefen die Tränen schon wieder und ich war wieder so glücklich.
Und das war alles so schön. Das hat mich so hin und her geworfen, das kann ich nicht. Ich bin so, boah, so richtig high davon, weißt du? Ja, so hört es sich an. Ich glaub, das ist auch, ne? Das ist so genial. Das ist jetzt, ja, weiß ich nicht. Und dann war ich total erschrocken. Wer meinte, ja, boah, das ist jetzt aber ganz schön abgegangen. Dann meinte ich, du hast mich doch ermächtigt, oder? Das war so das Erste, was mir in den Kopf geschossen ist. Ja, ja, ich habe das schon gewollt, kam dann. Ja, Gott sei Dank. Aber das ist mir dann hinterher alles so klar geworden. Hey, das ist alles von alleine geschehen. Das ist, ich habe nur die Gelegenheit gegeben, das, die Verbindung zu. Ja, ich weiß es nicht. Ja, sag doch mal was. Du sagst gar nichts. Na, im Moment geht es auf alle Ebenen so ab. Ne? Es ist wirklich alles frei, vieles freigegeben worden. Und ja, ich höre nur sowas. Ne? Ja. Und das Großartige, was ich wahrgenommen habe, auch bei dem anderen Menschen, ich nenne ihn jetzt beim Namen, beim Flo, Ich habe den zu Anfang des Skype-Gesprächs anders wahrgenommen. Das hat sich zwei, drei Minuten hat sich das so verändert. Das ist, dass ich da so ein richtiges Gefühl für bekommen habe, so ein körperliches Gefühl für diesen Menschen, so stark. Das habe ich noch nie gehabt. Ich habe den wirklich, als wäre ich in ihm drin gewesen, so wie ich das mal, als wäre ich wirklich ein echter Teil von ihm gewesen und war da eben auch willkommen, weil es eben auch auf Ermächtigung war, nicht wahr? Und wow. Ne? Ich muss hier einmal ein bisschen Technik machen. Der Beispiel ist perfekt, weil wir kommen einfach in das Thema. Ne? Was du erzählt hast, ist das Thema. Und da unterrichtest du uns schon... wofür es geht und wie ist das entstanden? Du wurdest gefragt? Ich habe bei Facebook mehr oder weniger eine Freundschaftsanfrage bekommen, wo ich schon irritiert war von Anfang an, das war ungewöhnlich. Ich meine, ich kriege viele Freundschaftsanfragen und die meisten lehne ich auch ab und da war das sofort klar, dass das was Besonderes ist. Ich wusste nicht wie und warum, aber der hat das in die Energie wohl schon gesendet. Der hat mich rausgesucht. Mhm. Ich bin das fehlende Puzzleteil. Mhm. Das hat er da so klar noch nicht gewusst, aber jetzt weiß er es halt. Im Nachhinein. Er sagte, ach, du bist es. Du bist der fehlende Puzzleteil zu meinem... Das fehlte gerade noch. So wie du mir so wie du mir die Tür aufgemacht hast in diese Welt und gesagt hast, hey, da bist du ja, wir haben schon lange auf dich gewartet, warum hast du nicht die Türklinke gedrückt? Die Tür war auf, weißt du? Ja, ja. So war das gestern, so habe ich das weitergegeben. Ich habe ihm einfach die Tür aufgemacht, er war längst überfällig. Das musste jetzt so gereinigt werden, das musste jetzt so durch klar werden. Das war so klar. Das ist mir jetzt noch so klar. Weil das alles so richtig war, so stimmig und ich wusste es ganz genau. Obwohl ich das nicht präsent war, dieses Wissen, nicht aktiv, ne, so. Aber es war trotzdem da. Hm. Das war gewaltig, das ist gewaltig schön. Das heißt, dass Heilung ist eine Öffnung praktisch. Man öffnet sich und man erlaubt einfach. Ne? Das heißt, in dem Moment, wo man sich öffnet, dann kommt und geschieht und ist eine Führung da und passiert alles. Das heißt, diese innere Entscheidung, so oft möchte man, dass irgendjemand soll mir das heilen, man möchte immer, dass irgendwie kommt, aber wenn die Entscheidung richtig von innen kommt, dann passt alles und dann geschieht auch und dann ist es auch stark und mächtig also das ist die Grundlage der Heilung, sich zu öffnen dafür, fürs geheilt werden oder zu heilen, was sowieso das Gleiche ist. Ne?
Und du hast eben auch gleich in deiner Erfahrung erzählt, dass Heilen, so wie in der Pädagogik, immer keine Einbahnstraße ist. Ne? Habe ich nicht mit gerechnet. Genau. Wow. Also die Prinzipien, großartige Erfahrung. Ja, die Prinzipien der Heilung, die hast du mit diesem Beispiel schon ja, wunderbar erklärt, ja. Ja, und was mich gar nicht erschreckt hat, wo ich sehr, sehr trotzdem, ja, ich war verwundert darüber, dieser Prozess, der mir dann heute Nachmittag so geschehen ist, diese paar Stunden, wo es mich wirklich stundenlang geschüttelt hat, das war mir völlig bewusst, was da abgeht, da war ich völlig klar. Und ich habe das so genießen können. Ich habe in Gedanken und im Herzen darum gebeten, dass er mich in den Arm nimmt und mich beschützt und dass ich diesen Prozess beschützt durchgehen darf. Und ich habe das gemerkt, dass der bei mir ist. Ich habe den körperlich gespürt. Und das ging ihm zuerst umgekehrt so, dass er mich sehr stark wahrnimmt in seinem Körper. Und das geht jetzt bei mir auch so stark los. Vielleicht hatte wir haben uns gedanklich jetzt ein paar Mal verabredet. Entschuldige bitte. Nö. Nein, ich meine ja, vielleicht sollten wir wieder ein paar Blockaden bauen. Ne? Nein. Das ist schön. Oh. Ja. Ja, schönstes Beispiel hättest du nicht bringen können. Ja. Ja, du hast dir ja letztes Mal gewünscht, du hast letztes Mal gesagt, ich wünschte, du wärst mal nicht so gut vorbereitet. Mhm. Und ich habe so gestern noch oder heute so an dich gedacht, so schnell können Wünsche in Erfüllung gehen. Ne? Aber dann war heute Nachmittag mit diesen paar Stunden, die ich hatte, und dann war mir gleich, wenn ich unvorbereitet bin, ne, dann haben wir ein anderes Thema. Mhm. Ich bin sowas von vorbereitet. Na, es gibt für mich... es gibt zwei Arten von Vorbereitung. Früher, als ich die ersten Vorträge in internationale Kongresse oder Ärztekongresse, da habe ich Bammel bekommen. Und da habe ich einen Stress hier, einen Stress da, habe ich gelernt, was Vorbereitung ist. Vorbereitung ist eine innere Lehre, ist eine innere Haltung, ist das Empfangende und die Annahme, dass ich jetzt auf der Bühne bin oder im Heilen oder so und dass ich nicht wissen werde, was ich sage. Ne? Und oder eben in eine Fernsehsendung und kommt eine Frage und ich weiß nicht, also mit dieser Angst einfach auch zu leben. Ne? dass einfach auch nichts kommt. Ne? Und dass wirklich in hunderte von Erfahrungen oder Vorträge, da kommt immer genau das Richtige. Ne? Also dieses Vertrauen und diese innere Öffnung ist alles. Ne? Absolut, das habe ich auch so stark erlebt. Das ist mir so deutlich geworden. Das ist, du bist immer so ruhig dabei. Ich meine, du bist lange dabei bei dem Thema vielleicht, aber hat es dich damals auch so geschüttelt wie mich jetzt, so, wo du diese Erfahrung gemacht hast? Auch, das ist so, war das so grandios? Also meine erste Erfahrung, so in diesem Sinne, ich bin eher cool, aber so eine Erfahrung habe ich einfach auch das erste Mal, wo ich Osho begegnet bin, ne, körperlich. Ne? Ja. Das war so eine Erfahrung. Ne? Ja. Und sonst, also ich halte immer Abstand, ne? Dadurch, dass ich tausendfach verbunden bin, habe ich mich schon, also aus Sicht meiner Aufgabe, habe ich immer einen großen Abstand. Ne? Gelernt, aber wie gesagt, jeder ist immer ein Geben und Nehmen und im Stille, immer wenn ich was mache, sowieso fühle ich das auch mit und eben wie gesagt, wenn ich mit Stefan diese Dornmassagen gemacht werden, die anderen sind am Arbeiten, ne? Ich lege mich nebendran, ganz faul und ganz als Mitdozent und fühle, dass ich auch mitmassiert werde. Oder mit behandelt werde.
und der andere hält vielleicht den Atem und ich, ah, und ich atme aus und lasse es auf mich wirken. Das ist wie als Beifahrer im Auto dabei sein. Man bremst und ne, man bremst halt mit, man ist dabei. Hm. Man kann das synchron spüren, was da abgeht. Ja. Ja, genau. Ich bin jetzt total gespannt, was das gibt, wenn ich diesen Menschen persönlich begegne, wenn das energetisch jetzt schon so ein der hat eine Sendeleistung, das kriegst du nicht geregelt, ey. Sendeleistung. Wow. Ja, groß, unheimlich. Ja. Ja, aber eben, das ist schon ein bisschen auch das Thema, wenn ich den Vorteil der Live-Sendungen oder der Arbeit aus der Ferne ist, dass sich vom Wesen zu Wesen, vom Geistwesen zu Geistwesen, und da ist immer diese Kraft sichtbar. Ne? Ansonsten, dann trifft man sich und es ist dann die große Enttäuschung oder die große Freude oder, oh, das sieht doch anders aus, aber man hat schon das Wesentliche wahrgenommen. Ne? Ich wollte gerade sagen, das Wesentliche, wie einer aussieht, ist mir eh wurscht. Genau, und ich mache immer so, dass ich immer offen bleibe, dass ich immer keine Erwartungen, keine Vorstellungen mehr mache, um wie eine Tabula rasa, also voll rein, ja, oder ohne so auch rein. Saubere Tafel. Ja, genau. Ja, genau. Ja, nein, ich projiziere da jetzt auch nichts rein, ich nehme wahr, was ist. Ich nehme ihn energetisch halt sehr stark wahr, genau in dem Bereich, wie ich ihm gestern Energie gegeben habe. Mhm. Nicht bewusst, aber ich habe gespürt, da fließt Energie, ja, über den Solarplexus, ne, unterhalb des Sternums, ungefähr handgroß. Mhm. Ein Bereich, der sich wie so eine Öffnung dreht, wie so ein Gewinde, aber wo es geöffnet ist und wo Energie fließt. Das ist körperlich wahrnehmbar und es hat auch eine Farbe und ja, es ist golden. Hm. Das habe ich vorher bei den Heilungen nicht gespürt. Das ist jetzt ganz, boah, also wie gesagt, von merke ich gar nicht, was mache ich da, bis jetzt, es ist unheimlich gewachsen. Hm. Eben, das heißt jetzt, dass diese Heilungskompetenz hängt von dieser innere. Sie muss so lachen. Was? Weil die Andrea so grinst. Also. Wie so ein kleines Kind. Oh, you. Ich bin so verliebt in alles, was. Also, ja, ich bin verliebt in die Liebe, kann ich so sagen. Das war ich vorher schon. Mhm. Und durch die Energie, die ich da heute erhalte, das ist es nochmal. Das ist, ja, das strahlst du auch gerade aus, so, ja, total. Ja, ja. Ich kriege es auch ab. Das lässt sich nicht verbergen. So. Ich will es auch gar nicht verbergen, weil ich finde das großartig. Ich habe heute schon da gesessen, bevor ich zum Sport bin, und habe Energie ins in die Seelenebene geschickt, weil ich so viel davon hatte, das hätte ich gar nicht mitnehmen können. Ich hätte da alle umgehauen in der Turnhalle. Also so rein energetisch meine ich, das ist nur ein kleiner Raum, ich hätte da gar nicht reingepasst. Und dann habe ich mich echt vorher hingesessen und habe gesagt, hey, nimm mir ein bisschen was ab. Ich habe so viel davon. Ich muss das gerade mal so richtig raushauen. Das kommt nach, auch wenn ich nichts bestelle. Es ist so, wenn das einer haben will, wendet dich an Jeet. Oh, mein Gast ist gerade offline gegangen, aber nur bei Skype. Vielleicht wundert er sich, warum er bei Skype nicht sehen kann. Nein, ich habe gesagt GTV oder GDE. Ja. Nein, GTV/TV, ne? Ja, ja, habe ich auch gesagt. Weil von anderen Seiten kann man das nicht sehen, ne? Schön, schön. Ja, ja, ja. Und wollte sich sowieso ein paar Sendungen anschauen, überhaupt bei dir so. Und jetzt natürlich auch wegen mir, ne, ist klar. Aber ich bin mir ganz sicher, dass ihr diesen Menschen unbedingt kennenlernen wollt und müsst. Das ist... Schön. Das ist ein Kraftwerk auf zwei Beinen, das ist unfassbar. Ein Herz so groß, da passen wir alle rein. Schön. Ja, da kann man drin wohnen, in diesem Herzen.
Kann man eine Kommune aufmachen. Ja, so groß ist sein Herz. Das ist unglaublich. Das ist so stark spürbar. Ich bin gespannt, wie das für euch ist, wie ihr das wahrnehmt. Ich meine, es ist unabhängig von dem, was ich wahrnehme, aber interessant wäre es trotzdem. Na, die Erfahrung ist sichtbar und fühlbar. Ne? Und eigentlich ist das Thema, du sagst, ist alles, was wir hätten sagen wollen oder können heute. Ne? Dass es so läuft. Aber eben nochmal, vielleicht für alle, die warten oder die Eilung grundsätzlich geschieht, wenn man sich dafür öffnet. Punkt. Und dann geschieht alles. Also wir steuern alle Heilungsprozesse. Und dann finden wir die Menschen, die Dimension, die Kraft, die wir gerade bestellt haben und vorbereitet haben. Ne? Und da du heftig bist, ich meine, als so heftig im Sinne des intensives Erleben, ne? Das kann man so sagen, ja. Dann hast du dir das so bestellt. Absolut. Und so ist es passiert, das auch, ne? Schön. Ja, das habe ich mir für jetzt bestellt. Das sollte so sein, das war ganz klar. Das wusste ich in dem Moment auch. Das habe ich mir in den Weg gelegt, also auf meinen Weg gelegt, mit einem großen Schleifchen drum. Auf meinem Seelenweg in dieser Inkarnation habe ich das für mich vorbereitet. Ich wusste ja, dass ich an den Punkt komme und dann habe ich mir eine besondere Überraschung gemacht und die ist auch echt gelungen. Ich habe ja nicht mehr dran gedacht, das ist ja schon ein Weilchen her, ne? Und ja, habe ich echt gut hingekriegt, würde ich sagen. Ich bin gespannt, was daraus wächst. So praktisch, du hast dich geöffnet und dann kam ein Impuls von außen. Und du hast, ich sage es einfach so, dirigiert auch, gesteuert im Sinne von bestellt, dass du dann dich auf Geben eingestellt hast, auf etwas für den anderen zu tun eingestellt hast. Und weil du das so offen und so herzlich gemacht hast, kommt die Überraschung, dass wenn man gerade das Richtige tut, ist die Selbstheilung und Öffnung auf alle Ebenen ist. Ne? Genau das war's. Egal, ob der andere geheilt ist oder nicht. Ne? In dem Fall war es aber zum Glück gelungen, die Heilung. Das war so. Ja, vielleicht mag er da irgendwann auch selbst noch erzählen, der Flo. Ja, sein. Und was ist, wenn er nicht reagiert hätte? Dann wäre es auch recht gewesen. Ja, wärst du auch, wenn er nicht. Und gesagt, ja, so langweilig und so, ich habe nichts gespürt. Was hättest du dann gemacht? Was hätte ich dann gemacht? Dann hätte ich gesagt, das ist jetzt... Nee, wärst du trotzdem in diese Ekstase reingegangen? Da war ich vorher schon zum Teil drin. Okay. Hättest du dich rausbringen lassen? Nicht so leicht, glaube ich. Ah, okay. Also das also ich sag mal, den Stern habe ich mir echt bestellt. Das ist, das sind Dinge, die ich mir vor wenigen Jahren, naja, so lange ist es teilweise gar nicht her, die ich mir aktiv gewünscht habe. Und ich bin mit meinen Wünschen immer sehr vorsichtig gewesen in meinem ganzen Leben. Manchmal war es nur ein Jeans, die ich mir gewünscht habe oder ein paar Schuhe von jemandem, der es nicht mehr braucht. Aber ich habe mir jemanden gewünscht auf meinen Weg, der mit mir einen Teil meines Weges zufällig in die gleiche Richtung laufen möchte. Aber ist also besser entgegengesetzt. Bitte? Entgegengesetzt ist besser, macht mehr Spaß. Nee. Ich probiere erstmal die andere Seite. Weil ich spüre das schon, dass es, weil das sind gleiche Ziele, gleiche Kurzfristziele. Die uns hier auch zusammengebracht haben und auf einen Austausch, in einen Austausch bringen, der eine Weile dauern wird, weil wir voneinander sehr, sehr viel lernen können, sowohl spirituell als auch praktisch. Also wenn ihr voneinander lernen könnt, dann seid ihr nicht gleich.
Nein, das kann ja nicht sein. Eben, ne? Meine ja. Achso, habe ich da was verpasst vorhin? Nein, wir sind überhaupt nicht gleich. Nee, sie hat nur gemeint den gleichen Weg. Nicht, dass sie gleich sind. Das ist ein Unterschied. Nee, ja, aber den gleichen unterschiedlichen Wege, die sich dann treffen und dann, wo gehst du hin? Ich gehe dahin. Ah, ich gehe dahin. Und so, was ist da? Und dann, was ist da? Und so entsteht dann alles andere. Hm. Genau. Ja, aber... Au! Aber die Ziele standen scheinbar schon alle fest. Das war so klar. Das war diese Eckpunkte, dass die eben abgeklopft werden und dass das passte, war irgendwie, das war genauso Teil des Plans. Das ist, so rein ist das, so spüre ich das. Mhm. Schön. Ja, sehr energetisch und sehr sauber. Mhm. Schön. Ja, das ist, wird mich in meiner Entwicklung erstmal vielleicht sogar näher zu euch bringen. Rein räumlich. Ja, schön. wie gesagt, noch ist nichts gebucht, aber... energetisch bin ich euch schon etwas näher gerückt. Schön. Vielleicht schaffe ich es auch noch materiell. Mal schauen. Ja. Schön. Ich wollte euch heute zeigen, wie schlau ich bin in Bezug auf Heilung. Du hast mir die Show gestohlen. Ne? Habe ich gut gemacht, oder? Ja, ja, sehr gut. Aber top. Untoppbar. Ach, ihr Lieben. Ich habe mich den ganzen Tag auf euch gefreut. Na. Schön. Ja. Ich vermisse euch alle. Aber das Skypen ist so wundervoll, dann kriege ich wenigstens eure Energie so mit. Aber vielleicht werde ich ja jetzt feinfühliger, jetzt wo ich so eine fette Portion Energie abgekriegt habe. Ich habe ja vorher nie was gemerkt. Jetzt habe ich so eine Dosis gekriegt. Wenn da jetzt noch was dabei kommt, ne, dann merke ich das sofort. Dann quill ich davon über wieder, dann spüre ich da, ich glaube, ich habe da jetzt einen feineren Draht für bekommen. Anhand dieser Überdosis, das war genau richtig. Ja. Jetzt werde ich feinfühliger werden. Auch mit dem Senden. Ja, der Dario ist gerade da mit Freundin. Und die werden auch hier nach Leipzig, die schauen sich morgen Orte zum Wohnen an und ist natürlich toll, ne? Weiß ich schon. Schon ganz lange. Ja, dann machen wir das andersrum. Jetzt stellen wir dir die Frage. Ne? Ja, genau. Ja, sie weiß schon alles, ne? Das allwissende Orakel. Ja, genau. Wie ist es mit euch? Habt ihr kein Output zu dem Thema Heilung der Körper? Nee, ich denke, ich denke, das Thema, die Fragen für heute sind eben überhaupt, was Heilung ist, ne? Ja, Erkennen von Heilungsbedarf, der Wunsch, die Heilung optimal auszuführen. Und dem Menschen, dem Lebewesen, das man vor sich hat, alle göttliche Liebe zukommen zu lassen, die man in sich und um sich finden kann. Und das in vollem Bewusstsein, mit Erlaubnis des anderen, in diese Verbindung, in diese Energie zu gehen. Das ist die Heilung. So habe ich das erlebt. Nächste Frage. Wer darf heilen? Jeder. Jeder, der sich dazu ermächtigt fühlt und ermächtigt wurde. Von wem? Von dir. Nein, von unseren göttlichen Energien. Aber dafür müssen wir ja erstmal eine Antenne entwickeln und dafür bietest du einen wundervollen leeren Raum an, den man betreten kann, wo du uns Impulse gibst, die so feinfühlig sind, die so intuitiv sind, so persönlich, dass du jeden
an dem Punkt aufnehmen kannst, mitnehmen kannst, an dem der andere steht. Das spüre ich eben ganz stark und deutlich. Du bist für mich einerseits ein Lehrer mit H, ja, ein Lehrer, der etwas unterrichtet, mich etwas lehrt. Auf der anderen Seite bist du aber auch das Ideal eines Lehrers, nämlich mit Doppel-ER. Einer, der mich leer macht. Einer, der meinen Fokus lenkt durch Fragen, durch winzig kleine Bemerkungen, wo ich hinterher weiß, die waren genau für mich. Manchmal weiß ich es auch in dem Augenblick. Manchmal reagiere ich auch ganz schnell, kapiere es aber erst Stunden später. Das sind für mich so großartige Momente, wo ich merke, ich bin leer genug, um diese Dinge wahrzunehmen, auch wenn es nicht synchron ist vielleicht. Aber wenn ich das irgendwann synchron schaffen kann oder mich dahin bewege in diese Richtung, dann kann ich schon fliegen, das reicht schon. Ich tue es ja jetzt schon. Ich fliege ja jetzt schon über den Boden. Das ist so groß. So dankbar, so glücklich, so erfüllt. Habe ich mich mein Leben lang noch nie gefühlt. Nicht mal bei der Geburt meiner Tochter. Und das war das Größte, was ich erlebt habe. Danke. Das größte Geschenk, was ich gespürt habe, seitdem ich spüre. Wirklich alles, was es gibt in meinem Herzen. Und deine Tochter ist jetzt nicht mehr im Körper? Nein, schon und, ganz lange nicht mehr. Und du spürst sie? Ja. Und darfst du für sie auch heilend wirken? Wenn es nötig wäre, ja. Wenn sie... Ja, eben, die nächste Frage ist, wie ist es mit Heilung, mit Wesen, die nicht mehr im Körper sind? Ja, das darf ich, wenn ich mich ermächtigt fühle und ermächtigt wurde. Selbst wenn mich jemand ermächtigt hat, ein Mensch, ein Lebewesen und das bedeutet nicht, dass ich auch dann ermächtigt bin. Das muss ich erst erfahren. Abfragen, erfahren, fühlen, ja. Ja, das kann ich nicht pauschal beantworten. Mhm. Eine Ermächtigung des Gegenübers reicht nicht aus. Ich muss auch innen drin spüren, dass ich das machen darf. Mhm. Und das fragst du von Seele zu Seele. Das heißt, du fragst die Seele des anderen und dann fragst du deine Seele oder dein Wesen, ich nenne es Wesenologie, fragst du dein Wesen und nicht dein Verstand oder nicht denken, sondern das Wesen bekommt ganz klare Informationen, es ist jetzt erwünscht, möchte das die andere Seele? Ja. Dann, was kann ich jetzt heilen, was ist mir erlaubt? Und dann ist diese Heilung im Grunde genommen, so wie ich das wahrnehme, auch immer für sich, weil der andere im Grunde genommen ist ein Spiegelbild und das, was ich an den anderen heile, heile ich auch für mich. Genau das. Vielleicht machen wir doch eine Erfahrung, wenn wir oft viele Leute denken, nee, meine Mutter oder Vater oder mein Partner oder mein Kind ist gegangen, jetzt kann ich nichts mehr machen, außer in Kontakt haben. Ne? Mhm. Und man kommt nicht auf die Idee,
so wie wir das durch über den Matrix-Familiencode auch gelernt haben, kommen wir noch nicht auf die Idee, dass mein Großvater jetzt ich eine Heilung machen möchte, und wenn ich das mache, dafür hier an meinen Nacken sich etwas entspannt. Ne? Oh ja. Und das heißt, die Heilung im Familiensystem sowieso oder für alle Menschen, die mir nah sind oder nah waren, ist zeitgleich eine Selbstheilung. Ja. Denn die anderen sind in mir. Weil das bedeutet erkennen und erkennen und Beachtung schenken, mhm. Wertschätzung senden, mhm. Annehmen, das ist die Heilung. Ja. Der aktive Prozess. Darf ich dich fragen, nur wenn du möchtest, was du jetzt zum Beispiel für deine Tochter jetzt, ob da jetzt Informationen kommen, damit wir das erfahren, von ihr und von dir, ob jetzt auf der Heilungsebene etwas möglich ist, erwünscht wird? Alles ist gut. ja, wir sind klar. Okay. Nina und ich sind klar miteinander, weil wir kommunizieren ganz viel miteinander, und okay. Sie gibt mir auch Rat im Umgang mit einem Mädchen, die jetzt erst 10 wird. Und da bekomme ich Hilfe von meiner Tochter. Okay, schön. Und von dem Mädchen auch. Und da habe ich in der vergangenen Woche das erste Mal ganz aktiv mich beim Universum entschuldigt und bei allen Lebewesen, dass ich ein Kind verletzt habe, weil ich etwas gesagt habe, was unbewusst war. Das war ganz schrecklich. In dem Moment, wo sie mir das gespiegelt hat, habe ich erst mal gespürt, was ich da angerichtet habe. Und ich habe auch sofort gewusst, was da passiert war. Ich habe meine eingebildete Erwachsene raushängen lassen und habe einen dummen Spruch gesagt, mit dem ich diesem Kind so sehr wehgetan habe. Danach hat sich die Qualität der Reinigungssätze nochmal verändert. Ich habe dann nochmal einen innigeren Bezug zu bekommen. Und ich habe auch gespürt, jetzt sehe ich Saida gerade, meine Liebe, ich hatte dir versprochen, auch anzumerken, dass man die Reinigungssätze nicht immer alle zusammenreden muss, dass man nicht alle immer sagen muss, sondern dass man sie auch selektiv nutzen darf, dass die Weisheit und das, was daraus kommt, nicht nur passiert, wenn man das immer komplett macht. Natürlich ist das wichtig, aber in dem Moment, wo ich weiß, welches der richtige Satz ist, ihn dann auch anzuwenden. Mhm. Und das ist auch sehr wirkungsvoll. Ja. Und ich bin noch dabei, mich von meinem Schuldgefühl zu befreien oder befreien zu lassen, reinigen zu lassen. Ich empfinde doch Schuld, weil ich unbewusst es getan habe, was Leid verursacht hat. Das geht mir sehr nahe. Und freust du dich, dass du es erkennst? Aber natürlich. Und was ist größer, die Freude oder die Schuld? Die Freude schon. Okay. Ich bin auf dem besten Weg. Ich weiß, dass auch das geschehen musste. Dass es wichtig war, wie alles, was in meinem Leben geschehen ist und geschehen wird, wichtig ist und unauswechselbar. Ich bin halt ein sehr emotionaler Mensch, und ihr wisst, ich bin extrem in beiden Richtungen, in allen Richtungen.
wenn ich was erlebe, dann bin ich ganz da drin, dann erlebe ich das für uns alle auch. Und das ist mein Geschenk an euch und mein Dankeschön für euch. Für euch Menschen, für euch Sterne, eure Ihr seid Schätze für mich, die mich begleiten und die mich halten. So, jetzt glaube ich genug geheult. Ich bin mehr als Sahida, ne? Oder? Au! An welchem Körper redest du? Redest du von deinem Astralkörper oder von deinem Ätherkörper? Oder von deinem aufgeblasenen Ego? Die stehen schon mal gerne im Licht, diese Egos. Ja, ja. Aber wenn man häufig mit ihnen redet, dann gehen die manchmal auch in Urlaub. Ja, Cheat-Ego, ja. Du. Ach, war denn überhaupt wer im Chat dabei? Ja, natürlich, jetzt gibt es nichts zu schreiben, weil das ist, weiß ich nicht. Ja, was soll man auch schreiben? Ist ja, jetzt ist einfach, im Moment gemeldet ist niemand. Okay, das war ja nur, eigentlich hätte ich nur auf mich hören müssen, dann hätte ich es gewusst, gell? Genau. Das war heute meine Sendung, ganz alleine. Ach nee, doch nicht. Das geht ja gar nicht. Nein, so intensiv oder so, dass man eigentlich mitfühlt. Ne? Schuld. Muss man Schuld heilen oder ist es was Gutes? Schuldgefühle. Ich wollte gerade sagen, Schuld gibt es ja gar nicht. Schuldgefühle heilen ist wunderbar, weil die uns im Weg stehen in unserer Weiterentwicklung. Weil Schuldgefühle sind wie ein Schiff nicht losmachen, das kommt einfach nicht voran. Und wie heilt man Schulden? Schulden? Schuld. Also das Gleiche ist, ich gehe zur Bank, könnten Sie mir meine Schulden heilen, bitte? Ja, die können das mit einem Knopfdruck, könnten die das. So wie sie Geld erschaffen, können sie es auch wieder löschen. Sie wollen nur nicht. Wie war die Frage nochmal? Kann man Schuld löschen? Heilen. Nee. Was heilen. Was habe ich gefragt? Ja, Schulden heilen. Ja, die Schulden heilen. Hm. Ja. Ja. Hast du gesagt, werden, mit einem, so wie sie erschaffen, so können wir. Die werden geheilt. Also dass du um Reinigung bittest. Es gibt praktisch keine Schulden und keine Schuld. Nein. Beides nicht. Das sage ich jetzt meiner Bank morgen. Und das ist die Millionen kannst du löschen. Das wissen die schon ganz lange. Die wissen das. Ja, die erzeugen ja auch kein Geld. Das ist ja, also ich weiß ja, was du weißt. Du bist da ja gut im Bilde. Das ist ja alles nur Scheingeld. Ja, Spielgeld. Und, ja, das, was die uns geben, ist ja gar nicht erzeugt worden, außer auf dem Konto. Das ist ja. Ja. Null. Wir haben das aber freigegeben, ne? Ja. Wir haben sie ermächtigt, das zu tun. Bleiben wir noch ein bisschen. Wer von euch ich würde gerne noch eine Erfahrung machen, heilen für Menschen, die nicht mehr im Körper sind. Ne? Mhm. Ob euch was einfällt, dass wir, also ich mache das zum Beispiel jetzt mit meiner Familie, dann mit meinen Geschwistern. Ich denke immer, die Sachen sind, aber kommt immer noch was. Ne? Und eben zum Beispiel eine Erfahrung, was ich jetzt gemacht habe, da eine Person, sage ich jetzt nicht Name, wir hatten versucht, im Bezug der Gesundheitsberatung zu heilen, so wie wir gewohnt sind, und da haben wir 3-4 Wochen gemacht, und kurz davor hat die Person gesagt, oder ich habe es erkannt, eigentlich, sie wollte nicht geheilt werden, um der Familie zu zeigen, dass sie Schmerzen hat und Ruhe braucht. Ne? Ja. Mhm. Ja.
Und das heißt, sie lässt sich Krankheiten kommen, um aus Rache, um es denen zu zeigen. Das ist bewusst geworden. Ne? Und das heißt, das ist natürlich auch, woher kommt denn das? Sind oft Sachen, die übernommen worden sind. Und viele Sachen sind übernommen worden. Und deswegen, wenn wir diese ein bisschen, jetzt nicht aus der Sicht der Matrix-Familiencode, das haben wir schon gesehen, aber überhaupt, wenn du einen Impuls bekommst, dass du ein Wesen, ein Tier, ein Partner, jemand, der gegangen ist, und zu fragen, ob der oder die eine Heilung braucht. Habt ihr einen Impuls? Also ich mag immer, so wie du das jetzt, für die ganze Linie hat es Heilung gebracht. Ja. Ja, klar. Nee, aber ich meine überhaupt, wenn ein Impuls kommt, also dass wir überhaupt die Möglichkeit sehen, oh, okay, meine Mutter ist lang nicht da, ne? Dass wir uns überhaupt die Frage stellen, oh, kann ich eine Heilung für sie machen? Egal, ob sie wieder im Körper ist, oder egal, wo sie ist, ob sie gegangen ist oder noch rumhängt. Also der Gedanke zu erlauben, jetzt habe ich mich daran erinnert, an meinen Großvater. Aha, haben wir gestern darüber gesprochen. Kann ich für ihn was machen? Ja, das ist bestimmt eine gute Idee. Also... Eben, und natürlich, wenn ich für ihn was machen kann, dann frage ich das, was Gutes oder einfach was Gutes schicken oder eine spezielle Heilung. Was braucht er? Darf ich das für dich machen? So wie wir normal verbunden sind. Wo ist im Körper? Weil der Körper für mich, der Körper ist immer da, weil das Wesentliche, die Informationen bleiben, ne? Also die Erfahrungen, die dann genetisch vererbt werden, also der Körper bleibt und die Informationen bleiben auch wenn jemand nicht mehr im Körper ist. Ne? Irgendjemand genau, da bleibt ja der Astralkörper bleibt ja übrig, bestehend aus emotional und aus Mentalkörper. Das ist ja das, was die Zeit, alle Zeiten überdauert. Um was dann in unserer DNA, in unserer Genetik dann weitergegeben wird, ne, an die Formation. Ganz genau, da ist es zumindest sind Impulse gespeichert, da sind Codes gespeichert auf unserer DNA, die mit Hilfe von Sonnenlicht aktiviert werden, wenn es soweit ist. Das ist wie so ein Timer, der voreingestellt ist. Wichtig dafür ist Sonnenlicht. Ja. Dieser Code schaltet sich ein und aus. Der wird aktiviert und deaktiviert über Sonnenlicht. Das ist ganz wichtig. Und das wird dann umgesetzt. Der eigentliche Code liegt gar nicht in der DNA. Der ist im Informationsfeld. Der wäre viel zu groß für das bisschen DNA-Stückchen, was wir haben. Nee, DNA ist, also ich habe jetzt, möchte ich schon mit Pyotr Gagajew, das ist in der Gruppe von russischen Wissenschaftlern. Es geht in der DNA ist gespeichert, was unsere Aufgabe ist. Ne? Wir kennen nur 30% der DNA. So, das 97% ist nicht erforscht, aber ist das größte Computer weltweit oder ist einfach auch da drin gespeichert. Und da möchte ich schon vielleicht eine Konferenz machen, um diese, zum Beispiel, die sagen, wenn hier etwas geschieht, kann man mit Geräten die DNA noch eine Zeit lang spüren. So wie wenn eine Seele da gewesen ist oder etwas geschehen ist oder Elementalen da geblieben sind. Und dann möchte ich schon mit so Forscher
der Biogenetik, der Epigenetik, vielleicht mit Dietrich Klingert oder mit all diesen Leuten, die in diesem Bereich Erkenntnisse gewonnen haben, möchte ich in einer Konferenz diese ganzen Erkenntnisse zusammenbringen. Und zwar, es ist schon klar, das, was bleibt, das Wesentliche und das Nicht-Wesentliche. Das Nicht-Wesentliche ist das Mentale und das Wesentliche unserer Erfahrung, was in der DNA geschrieben bleibt und vererbt wird, da in diese Forschung auch reinzugehen, dass das nicht irgendetwas ist, sondern ist etwas, was richtig verständlich auch für alle ist. Ne? Und, ja, klar. Ja. Also diese ganze wunderbare Wissenschaftler, die jetzt, habe ich einige Videos schon vorbereitet, möchte ich, dass wir das zusammen machen und dann, ja, und dann in das Thema reingehen. Schön. Ja, die Kinder müssen ins Bett. Wunderbar. Ich werde noch ein bisschen Energien spüren und mich von den Wellen tragen lassen. Viel Spaß dabei. Ja, danke für diesen Vortrag. Wir machen das immer, ich möchte das immer eine Stunde machen. Ja, hätte ich jetzt noch 99 Fragen, aber ich denke, dass es rund ist, weil deine Erfahrung, so wie du es erzählt hast, wenn man sie die oft anhört, man erkennt dann alle diese Details und alle Fragen, die man gestellt hätte, sind alle Antworten in deiner Erzählung mit enthalten. Und deswegen stelle ich keine weitere Fragen und lassen wir das Ganze, wie du sagst, schwimmen, schwingen und weiter in ekstatisches Wahrnehmen von alles, was ist. Sie soll doch besser als gar kein Sex, oder? Genau, stimmt. Sie kann uns doch noch eine Welle schicken. Nicht einen Toten heilen, sie soll uns Ekstase schicken jetzt. Komm, Street, sag. Sie wollen Ekstase schicken. Ekstase schicken, bitte. Da ist er aber ganz versetzt also, drauf, ne? Überrasch mich, ich bin bereit dafür, ja. Okay, meine Lieben. Ja, dann konzentriert euch mal ein bisschen auf Empfangstellen. Ruhe. Ich möchte alleine meine Ekstase haben. Na, ich sage ja Ruhe. Okay. Ich schicke euch warme Energie ins Beckenbereich. Das ist eine Welle, die sich nach oben hin ausbreitet. Und die schwappt nicht die Welle, sondern sie zeichnet sich liegend. Wie die Acht, die unendliche liegende Acht. So legt sie sich Schicht für Schicht aufeinander und wächst hinauf bis zu eurem Bauch, bis zu eurem Herzen. Und diese liegende Acht, diese Energie, warme Welle, schmiegt sich unter euer Herz. Wie eine riesige Handvoll Watte. Und euer Herz schmiegt sich dort hinein und lässt sich sichtbar sinken beim nächsten Ausatmen. Und diese Geborgenheit wird euch begleiten. Und wenn ihr wollt, führt euch dies in die Ekstase. Ich wünsche euch alles Schöne. Tschüss. Dankeschön. Tschüss. 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 Dankeschön. Bis dann. Tschüss.